Schulen richtig kennenlernen. Hallo, Kurt Krömer ist mein Name. Steffen Möller. Ich bin richtig begeistert. Bisschen leiser. Mit Kurt Krömer auf Entdeckungsreise durch unser Nachbarland. Und direkt im Anschluss rocken die Erfinder der Popmusik das Zelt. Der Popolski-Show. Unser polnischer Abend mit Kurt Krömers Polen für Anfänger und der legendären Popolski-Show From Zabrze with Love. Heute ab 20.30 Uhr im ZDF-Theaterkanal. Unsere Kabarettstars springen für Thilo Sarrazin in die Bresche. Er bringt Kulturen zusammen. Er bringt Religionen zusammen. Denn Thilo Sarrazin ist der Beweis. Nicht nur der Islam hat hervorragende Hassprediger. Seitensprung Spezial. Heute, 22.55 Uhr im ZDF-Theaterkanal. Die britische Kultshow mit Jules Holland. Grandiose Auftritte, exklusive Interviews und spontane Improvisationen. Stars aus Jazz, Soul und immer wieder Entdeckungen aus der britischen Clubszene. Later with Jules Holland. Heute 1.10 Uhr. Im ZDF-Theaterkanal. Meine erschreckliche Gemahlin.
me, take me home to England. Old Italian is me true. Oh, me schmack a crack by cook, ich schmack a gross a crack by cook. These are dumb Italian reisen. Mal ein dumm Idee von sie. Oh, du hör mich ganz Italien. Oh, du hör mich ganz Italien. Oh, du Ich habe die Ehre, to be an Englishman. Ich bin auch ein Englischmensch. Sure, dear. Yes, indeed. Ich habe verführen... Sorry, dear. Entführen. Oh, don't be particular, Pamela. Ich habe entführen nach Gebrauch den Miss Pamela. Und haben Sie... in Gottes Namen geheiratet. Aus Liebe. Weil sie seien eine sehr reiche Erbin mit einer sehr schnellen Priester. So he is gekommen zu einer sehr schnellen Mitgift. Yes. Dann, ich bin gerissen mit meiner Wife, hochzeitshalber, nach Italy. With all the Mitgift in the bags. Yes, dear. 1 hour from here sind gekommen spitzige Buben und haben unsere Postillion angeschossen. I think it is geschossen. I really don't care. Durch und durch. Bis hinunter. Yes. Sie sind gefallen über uns und haben mich geworfen mit meiner English nose auf das italienische Ground. Und ruxten mir einigen Flintenkolben in den Hintern, how do you say? In den Hintern Genick. Sie haben weggenehmigt all our jewelry. Von wo sind die Banditen gekommen? I don't know. Ich habe gesleept auf meine Frau. In ihre Seite, in die Postkutsche. Und was hat man ihnen geraubt? Sehr viel rauben. Unsere ganzen Schmucken. All my diamonds. Yes, dear. Wozu habe ich geheiratet? Dank dem Himmel, wir haben noch die Geld. Fra diavolos, Bande! Los, Dragone! Wir gehen den Räubern nach! Lorenzo, ich habe Angst um dich. Warum denn? Du heiratest doch einen anderen. Dragone, steht! Schulter! Die Buchs! Links! Vorne! Vorwärts! Vorne! Diese Marschall scheinen very excited. Haben ihr Angst? Oh nein, Milord! Lorenzo ist der tapferste von allen. Ja, das ist er. Mach nicht so ein Gesicht, Räuber. Schaust du aus? Ich habe eine Idee. Ich wünsche zu beleben den Mut von den Eingeborenen mit einigen Guineas.
Ich viel Geld versprechen den, der mir die verlorenen Diamonds wiederbringen. Und was ein Englishman verspricht, das behält er. Setzen Sie und reiten Sie. Schreiben Sie. Schreiben Sie 2000 Lire. Schreiben Sie 10.000 Lire. Gut, heavens, dear. Du sei doch kein Schotte. Es war deine Schuld, weil er hat nicht haben die genehmigte Land Street. Oh, ich wollte endlich los sein, diesen Schürzenjäger, diesen Hinaufsteiger, diesen Draufgänger, die ihr folgen von Stadt zu Stadt. Er kann benutzen dieselbe Street wie mich. No, no, absolutely no. Good gracious me. But you can machen eine Verhütung von die Empfängnis, von derselbe Barcarola. Doodle de doodle de doodle de day. Every day he sings. I will, dass du nix mehr sehen, diese neapolitanische Dudelsack Marquis. Oder ich lasse mir abtrennen from you. Was ist da los? Eine Kutsche fährt vor, drinnen sitzt ein Herr allein. Sie hält an, er steigt aus. Es ist ein hoher Herr. Heute mache ich ein Geschäft. Oh mein Gott, ja, das ist er. Oh, this is my Marquis. Schon wieder die Marquis. Milady, seh ich hier. Ist es, was ist es, zu helfen, denn für dich, Marquis, er ist es. Was ist es, ich ist geliebt auf sie. Soll man euch gleich den Wagen waschen? Mach mal Zeit, das alles hat Zeit. Ich habe nämlich gerade beschlossen, ich übernachte im Hotel. Ich übernachte im Hotel. You understand, you understand. Er will hier übernachten, because of you, nur wegen Sie. Er übernachten im Hotel, er übernachten im Hotel. Oh, das wird ein lustiges Abenteuer, ein kleines Spiel mit Hölzer gehört immer zu Metier. Oh, I see, he likes me, he likes me, he likes me. Was kann ich da dafür? Das sehe bald im Hotel, das war seine Idee. Er ist ganz verliebt in die Liebe aus England, Marquis. Ganz verliebt in die Liebe aus England, Marquis. Was ist das? 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 Waschzerlinge, bediene den Herrn Marquis. Euer Gnaden verzeihen, dass ich Sie nicht selbst bediene, aber ich muss fort zu meinem künftigen Schwiegersohn. Morgen gibt's bei uns Hochzeit. Oh Gott! Sind viele Gäste im Hotel? Schlechte Geschäfte, euer Gnaden. Nur Milord und Milady. Ja, Sie sind vor einer Stunde von Räubern überfallen worden. Räubern? Komisch.
Ich bin noch nie überfallen worden. Da danken euer Gnaden dem Herrgott. Denn seit 14 Tagen, Was hat er? Was? Wer? Fra Diavolo. Ah, Fra Diavolo. Um Gottes Willen. Wir haben sogar ein Lied auf ein was? Ihn. Ein Lied. Wer sind denn die zwei? Was wollen die hier? Was wollt ihr? Hä? Zwei arme, müde Pilger bitten um ein Nachtquartier und eine Mehlgabe. Im Namen der Schutzpatronen aller Heiligen, der 14 Nothelfer und des heiligen Judas. Der Thaddäus, der andere war das Schwein. Hier ist kein Platz für Vagabunde. Vagabunden? Wir sind arme Herumreisende. Romreisende. Pilger. Rompilger. Rompilger. Wir betteln nicht, wir nehmen von selbst. Was man uns schenkt. In diesem Aufzug, der Kerl hat nicht einmal ein Hemd. Hemden habe ich mehr als genug, aber meines ist gerade bei der Wäsche. Ein
ein Gelübde zwingt uns. Als Lumpen einherzugehen. In Lumpen einherzugehen. Und so lange kein Hemd zu tragen, bis wir nicht einige unserer Mitmenschen bis aufs Hemd aus. Und was habt ihr nun gelobt? Reich zu werden. Da seid ihr hier an der falschen Adresse. Wer weiß, mit dem Beistand des Himmels und der 14 Nothelfern wird es uns sicherlich gelingen, das Herz unserer Mitmenschen zu rühren. Sind ermahnen, das hatten wir schon. In Ewigkeit, Amen. Was? Herr Wirt. Für euer Gnaden. Ich werde das Essen und Nachtlager für die beiden Herren zahlen. Dann mögt ihr in den Himmel eingehen. Und möglichst bald. Vater, Sie können oben auf dem Dachboden schlafen. Ja. Also meinetwegen, Zerline, richte das Nachtlager für diese beiden Herren. Gute Nacht, euer Gnaden. Ich hoffe, dass ich morgen früh das Glück habe, euer Gnaden verabschieden zu dürfen. Vielleicht. Adios, schönes Kind. Gute Nacht. Guten Tag. Grüß dich Gott, mein Kind. Salute, Kamerad! Voll! Hey! Hey! Geht's gut? Wer was will dem Kerl? Nein! Hallo, es ist ein neuer Rekrut, der noch nicht weiß, dass es auch bei uns nobel zugehen kann. Nimm deinen Deckel herunter, du Sau. Hast du Sau gesagt? Ja, Sau habe ich gesagt. Dann sei froh, dass ich dich nicht verstanden habe. So ein miserables Gesindel, wie ich jetzt kommandiere, habe ich mein Lebtag nicht gesehen. Und das muss einem ja gleich gesagt werden. Ach so, Chef, nichts für ungut, wenn einem so die Natur kommt. Was? Bericht! Bericht! Der Überfall ist gelungen. Die Brillanten des Lords sind in unseren Händen. Weiß ich. Weiß er ja. Alle ihre Berechnungen haben genauestens gestimmt. Keine Verluste? Keine Verluste. Die Schatulle? Die Schatulle, die Wagen sein sollte. Mit den 100.000 Lire in Gold? Mit den 100.000 Lire in Gold, die haben wir nicht gefunden. Wir müsst ihr gefunden haben. Verdammte Blindschleichen! Wir sind anständige Banditen, wir stehlen nie. Wir müssen uns ja dann schämen, ihnen nur die Augen zu drehen müssen wir uns jetzt. Kommt davon, wenn man nicht alles selbst macht. Das Geld muss brauchen wir auch. Jetzt muss ich mir wieder wegen euch eine Barterolle abspielen. Das ist so schön. Raus mit euch, Stinkdiele! Wirklich nicht. Ich würde zugeben. Er stinkt wirklich nicht. Raus! Oh, mein Milord, ich will bestellen Punsch für Sie. Milady, schönste Frau. It's you, my God, it's you. Da oben sitzt mein Mann, eine wahre Othello. Sehen Sie, machen Sie gleich tot. Was ich will, schöne Frau, das ist harmlos genug. Wir wurden leider gestern unterbrochen, als ich Ihnen die Arie sang. Meine Finger zuckten auf der Mandoline. Good heavens, no, Marquis! Man sagt, wo die Zitronen blühen, im Laub die Goldorangen glühen, klingt Musik auf Schritt und Tritt, voll Leidenschaft weiß, denn die Sonne singt mit und wer lieb steht im Bann der Musik. Poco, poco, dann kommt vor, bis das Feuer brennt. Das Feuer, das hier brennt, in meinem armen Herzen, das Feuer, das hier brennt, soll seine Glut mich ganz verzehren. Ich bin eine anständige Frau. Ich sage nichts, aber bleiben Sie. Oh, ein stummer Blick ohne Worte, ein Schweigen der Bewunderung kann man mir nicht verwehren. But of an awful, awful eyes, a charming, charming, charming voice. Wär ich Maler, dann würd ich sie malen. Wär ich Dichter, dann schrieb ich für sie. Lassen Sie ihr Kleid mich bewundern. Mein Gott, ein echter Brillant. Das Stück ist die Räume entgangen. Ich hab es versteckt in die Brust. Das dumme Pack von Dilettanten. Was funkert, ist der Stein, ist ihr Aug.
Doch ich habe gelesen, dass auf deinem Medaillon ein Geheimnis verwirkt. Mir gab es mein Gatte zur Hochzeit. Im Medaillon ist mein Porträt. Bin ich noch heute so schön? Ein Wunder, eine Kunst. Genau dieser Blick und genau diese Augen, die herrlichen Lippen, schau mal sie an, glaub mal sie reden. Ihre Schönheit hat zu dichter mich gemacht. Was gab Ihnen Ihr Mann, der Tyrann, mein Rivale? Was machen Sie? Ich muss es haben. Margie! Es bleibt bei mir, für alle Zeit bei mir. Margie! Es bleibt Ihr Bild, für alle Zeit bei mir. Oh, wie mein Mann! Sag mal, wo die Zitronen blühen, im Laub die Goldoranger grün, schützen bei Nacht. Wunderbar, unser Mond um die Sterne, jedes liebende Paar. Und wenn eine Gatte dem Pärchen droht, knallen Messer, blitzen Schüsse, und Marita ist bravi, bravi, bravi. It's you, my lord. It's me, it's me. See how nice we music see. Musik, Musik, oh, I hate Musik, immer alles Musik, ist das Fähnlicher auf dieser Welt. Aber deine Minor ist so unmusikalisch, mir dort kein Opa gefällt. Ich liebe Musik, immer alles Musik, ist das Fähnlicher auf dieser Welt. Aber deine Minor kein Opa gefällt. Musik, so schön gefällt, zu versingen hier die Zeit, wenn ich warte auf den Punch. Wir musizieren, my lord. Sie haben getrunken. I have not getrunken. I have not bekommen. Oh, ein schäbiges Hotel. Wir... No, thank you. Ich habe keinen Durst mehr. Ihr seid mir verlaufen. Ja, ist vielleicht mit der Schatulle etwas passiert? Oh, no. Den habe ich noch bei mir. Gott sei Dank. Wie haben Sie sie denn so geschickt verbergen können? Durch eine pfeifige Mittel. Ich habe enormen Scharfsinn. Ich zweifle nicht. Milord hat verwechselt die Golden Papers und lassen sie stopfen hinein. Hinein? Yes, ich lassen sie nähen hinein in Unterkleid von My Lady. Da wird kein Mensch sie suchen auf ganze Welt. Nicht möglich, das schöne, kostbare, unbezahlbare Kleid. Teuerste Milady. Yes, wir sind ganz verpolstert with papers. Ein Geheimnis nur für Sie. Nur für mich. Bitte. Dieser Marsch, das sind sicher Soldaten. Ein Offizier mit seinem Trupp sind auf dem Marsch. Gleich sind sie da. Rasch fort! Verrückt! Courage! Courage! Ich bin ein Verräter! Wenn ihr könnt blühen, steht ich bei dir! Hey,
ihrem Schmuck durchsuchte ich die Toten. Da fand ich das bei einem im Sack. Und der Schmuck, nur der Schmuck, fein so fein, ja, der Schmuck. Oh, zum Teufel, fein so fein, oh, zum Teufel, alles hin, alles hin. Oh, zum Teufel, alles hin. Adieu, Milord. Warum willst du schon wieder gehen? Ich muss fort. Es ist spät, bleibe hier, mein Lorenzo. Ihr Chef läuft noch frei, der Räuberkommandant. Heute Nacht fällt er in unsere Hand. Adieu, Zerline. Ein Moment, nur one moment. Milord, il portefeuille. Portefeuille, portefeuille. Milord, il portefeuille. Milord will Ihnen etwas schenken jetzt als Dank. Aus seinem Portefeuille, hier sind 10.000 Lire. Lesen Sie selbst. Niemals, Sie wollen mich beschämen. Als Mitgift für Zerline, nehmen Sie das Geld. So ein Schatz kann einen zweiten bringen. Dann nehme ich das Geld und bitte geben Sie es her. Francesco hat nicht mehr. Und ich darf meinem Vater. Er gibt mir meine Hand und mein Herz. Hast du schon? Ich bin so glücklich. Ich hab dich lieb. Das soll ein bisschen, soll ein bisschen, soll ein bisschen, soll ein bisschen, ich schlage Kopf, weil ich kann, ich schlage Kopf, weil ich kann, das soll ein bisschen, soll ein bisschen, soll ein bisschen, weil ich kann, ich schlage Kopf, weil ich kann, das soll ein bisschen, 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 das passt wie gut. Ich will hier warten und ihr bleibt mir im Hotel. Das Militär. Wir ziehen ab irgendwo hin, um zu suchen. Jetzt los, Soldaten, los! Für ist bald ganz reine Luft. Morgen früh, euch nützt es sicher, sind zu wissen, jetzt morgen, los, Programm. Euch nützt es sicher, sind zu wissen, jetzt morgen, Programm. Ich freue mich auf morgen. Unsere Leiden sind aus. Ich freue mich auf morgen. Wir drei backen der Schmuck und die Milch gibt's der Lina heute Nacht. Heute Nacht. Und wir nehmen uns freuen. Und wir nehmen uns freuen. Nicht. Komm. Oh. Was ist? Komm. Finger weg. Da hinunter sollen wir.
Eine Bagatelle. Eine Bagatelle, das ist ein Abgrund. Los, spring. Ich bin doch keine Gemse. Na, jetzt halt. Also, ich weiß nicht, ob das gesund ist, aber... Ah, ich bin... Also, gesund ist das nicht. Ich geh weg, wenn du dich nicht hast. Was? Da schimmert was. Ja, dein Gebiss. Ja, richtig. Ach was, nur weil die Nachtluft zu kühl ist, geh doch weg. Geh weg. Geh, geh, geh. Fall nicht. Giacomo, wo bist du? In der Stratosphäre. Komm da runter. In einem Weg. Das sind Möbel. Das sind Möbel. Feucht ist hier. Spaß macht es. Spaß. Ja, Spaß. Herein. Ey, schon weg. Wo ist der Neue? Geduld, Patron. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Grüß dich Gott, mein Kind. Geschlagen, Schädel, ich weiß. Wo sind die Engländer? Die Zerline. Unten zu 100.000 Bieren. Das ist aber gar nicht nett. Hat aber ein gutes Herz. Was wollt ihr da, Hunde? Unser Eigentum ist ja ganz nett. Ist der immer so nett? Erst wenn sie schlafen und Zerline fort ist. Ihr 10.000 Bieren automatisch weggeschaut. Schläft. Einsam wacht. Ich bin auch todmüde. Ich ziehe mich aus. Werde so leise. Ach, Lorenzo. Das Glück lässt mich einfach nicht schlafen. Was soll denn das tun? Abwarten. Und zuschauen. Mich neuen Schädel ein. Das schöne Geld, meine 10.000 Lire, seine 10.000 Lire. Unsere 10.000. Nun darf Lorenzo um mich anhalten. Hier unter dem Kopfkissen sollen Sie bleiben. Da kann Ihnen nichts passieren. Thank you.
ich hab nicht so viele Kleider wie mir die in ihren Schrank. Aber ich werd ihn nicht blamieren, er macht einen gar nicht schlechten Fang, denn ich hab Wasserlitten. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Bin kein drahmes Kind vom Lande, sondern schlank wie die Damen der Stadt. Nein, ich mach dir keine Schande, bin gerade recht für dich, mein Herr Soldat, gerade recht für dich, mein Herr Soldat, gerade recht für dich, mein Herr Soldat. Oh Gott, wie ist sie süß! Ich glaub, war das ein Lachen? Nein. War es im Zimmer von Milord? Nein, hier bei... Nein, nein, der lacht noch nie. Jetzt hör ich nichts. Ihr schläft. Ich freue mich, denn morgen werde ich Lorenzos Frau. Wie schön das klingt, Lorenzos Frau, Lorenzos Frau. Jetzt Schluss, ich muss zu Bett. Ach, wie nett. Nicht. Ja, der Herr Hauptmann wird gleich schwach bei jungen Damen. Halt's Maul, das kommt dir nicht zu. Da, stich zu, sei kein Feigling. Haltet den Atem, jetzt geht es los. Oh, unsere Rache wird rigoros. Haltet den Atem, jetzt geht es los. Oh, unser Rache wird riesengroß. Oh,
Nicht gerührt sein. Stechen. Stich zu. Sofort, sofort. Man hat geklopft. Das war am Tor da drunten. Dieser Lärm so spät. Das ist Militär. Oh, Herr Hauptmann, sei nicht so feig. Es sind Soldaten. Zerline, Zerline, öffne mir. Ich bin Lorenzo, ich bin wieder hier. Er kommt zu mir, er kommt zu mir. Jetzt braucht man Klugheit bei jedem Schritt. Wir werden uns verstecken, dort zu dritt. Nur immer Klugheit, kein falscher Schritt. Und uns verstecken, leise, wie zu dritt. Jetzt braucht man Klugheit bei jedem Schritt. Nur immer Klugheit, ja, kein falscher Schritt. Wenn man dich findet, bist du tot bei dicht. Zerline, Zerline! Geduld, Geduld, wir nehmen euch durch, Lorenzo. Mach uns auf, Zerline! Ja! Hier ist der Torschlüssel. Fang auf. Danke. Aber ich muss mich doch erst anziehen. Don't be silly, Pamela. Ich will die Game schauen. What is the matter? Where the hell are my slippers? Selina! Selina! Mach halt weg draußen, du hast deine Flieger. Oh, der Mr. Admiral sein auch wieder da. Und machen hier Love. Und so laut. Ich denke, sie sind gegangen jagen die Räubers. Eine gute Nachricht, Milord. Fra Diavolo kann uns nicht mehr entgehen. Laut Aussage des Milord Pedro ist Fra Diavolo hier in Terracina. Dear me. Der Milord Pedro wird uns führen. Aber meine Leute sterben von Hunger. Ich bringe Ihnen was zu essen. Und das Beste kriegst du. Und ich, Mr. Kapitän, ich werde gehen zu meiner Frau. Sie ist fast gestorben von der Schrocken. Sie hat mir gerufen. Oh, my dear husband, lass mich ganz nicht allein. Und sie hat mich gedrückt an ihre Herzen. Und ich habe sie auch gedrückt. Nach langer Zeit haben wir wieder gedrückt. Also war der Lärm doch zu etwas gut. Yes, die Ladies sind erlaubt, Angst zu haben. Aber wir wollen Männer sein, mit keinem Weichen und Wanken. Was war das? Es fuhl ein Stiel. Es fiel ein Stuhl. Oh, that's also possible. Im Zimmer Ihrer Frau? No, no, behind that door. Dort? Yes. Oh, ich habe voll die Kopf mit Schmerzen. Jetzt wird's lustig. Zu viel Lärm in die Ruhm. Wer hat hier Boom gemacht? I must know, I must know. Zu Befehl. After you. Alles ist aus. Sei ruhig, wenn die Losung lautet, nur wer hat gewinnt. Großer Gott, keine Silbe. Die Herr Marquis, ich hab den gestern Abend schon im Hotel gesehen. Zu dir. Was will er nur zur späten Stunde? Vertraulich, ich habe wirklich guten Grund, das nicht zu sagen. Welchen Grund? Oh, ein Kavalier genießt und schweigt. Sie versteht. Nun, es könnte doch sein, ein kleines Rendezvous.
Oh Gott! Baue fest auf Ihre Diskretion. Reden Sie! Also gut, wir sind noch Männer unter uns. Es ist bekannt, es war ein Rendezvous. Das ist eine Komödie, das ist eine Komödie. Den Ball, sie schön sich außer sich. Ihre Wut, ihre Verlust, gar zu sehen ist ein Volke. Es ist ganz gründlich, meine Wut. Mit wem, mit welcher Frau hatten Sie hier ein Rendezvous? Heißt die Frau Zerline? Was it maybe my wife? Ich glaub fast, Sie machen hier ein Verhör. Wenn ich nicht will, gebe ich keine Antwort. Welche von beiden Frauen was ist los? Es könnte sein, alle beide. Mein Herr, wir verlangen sofort die Funde von der Wahrheit. Sofort, jetzt sofort. Jetzt gehen Sie beide ein, ich mach Sie beide fertig. Im Vertrauen, Milord. Und unter Diskretion, mein Rendezvous, Milord, es war mit Ihrer Frau, und dieses Medaillon hab ich aus Ihren Händen. Oh Gott, wir boxen uns. Zu jeder Zeit. Genug. Tut mir leid, Herr Sergeant, Sie jetzt kränken zu müssen, doch Sie verlangten. Ja, Herr Sergeant, nun ich hab mit Zerline heute Nacht Rendezvous. Oh, die Verräterin, nein, das ertrag ich nie, das Wort. Mein Herr Sergeant, ein Mann muss tolerant sein. Halten Sie zu ihr. Ja, nur kein Skandal um Sie. Meine Ehre als Mann, meine Ehre als Soldat. Satisfaktion. Schon gut, schon gut. Morgens um sieben am Schwarzen Fels. Am Fels. Das wird ein letzter Gang. Am Schwarzen Felsen, dort stehen meine Leute und sie rächen die 20, die der Tod gemacht. In dem Buch ist ihr nur Rachenrat. Ich hab den Plan, den Verrat. In dem Buch ist ihr nur Rachenrat. Ich hab den Plan, den Verrat. Diese Hotel ist ein Skandal. Komm, in der Küche gibt's Kaffee. Was ist los? Du bist doch nicht böse. Komödiantin. My dear Milord. Ich will scheiden machen lassen, mich von Sie ganz entzwei. Why, but why? Weil ich will. Sag, was ist denn mit dir? Lass mich.
mich nur. Verraten, betrogen, lass mich nur. Was soll das alles? Ich kann das nicht begreifen. Wenn ich rede, ist dein Ruf, deine Ehre vernichtet. Sprich zu mir. Weg von mir. Sag ein Wort. Lass mich doch. Sprich zu mir. Es ist aus, zwischen uns ist es aus. 7 Uhr am schwarzen Fels. 7 Uhr am schwarzen Fels. Ach, schwarz. Ich scheiden will. Ich habe Woman leiden will. Ein bisschen Geld wechselt Hände, bewahrt da drinnen die Ruh, und nur wenn ihr mag's, stoß ich zu. Mir hat das Glück nie im Leben nur einen einzigen zugeschenkt, weil mich das Glück grausam vergessen, habe ich grausam das Glück selbst gelenkt. Grausam hat das Glück mich ganz vergessen, drum habe ich grausam das Glück selbst gelenkt. Komm des Wegs, dein Gold, gib her, dein Gold zurecht. Ein Kaffer hoch zu Rost, dein Pelz, gib her, wenn nicht, wenn nicht. Im Wagen fährt ein Prinz, die Diamanten, gib her, gib her, gib her. Es tut mir leid. Kommt ein Pilger am Weg, nach Ruhm. Vergelt's euch Gott ein Stückchen Brot, dann ihm das und noch das und noch das und noch das. Das ist ein süßes Mädchen, wie sie sich fürchtet, wie sie zittert. Signorina, signorina, si come non per avvaton, ihre Freiheit, ihre Freiheit, bezahlen sie mit anderem Lohn. Meist doch geben mir die jungen Damen süße, süße Wunder, süße, süße Dinge von selbst. Musik.
Alle nennen mich Bruder Teufel, Fra Diavolo, Bruder Teufel, der Mann, der in der tiefen Nacht das Land unsicher macht. Überall bin ich der Gejagte, vom Spießbürger angeklagte, der Mann, der leicht verschroben, aber immer oben ist. Herrlich allein auf der Welt, also still, herrlich so selbst doch von oben zu sehen, und wie mein Leben nicht gefällt, wie lieg ich um, so ist die Welt, und wer sich mir entgegen stellt, wie mach ich stumm, wenn es mir gefällt. So helfe ich der Nemesis, die Hölle ist ein Schuss gewiss, und die Welt ein Fall. Und das
Spencer, was machst du da? Siehst du den Hauptmann? Halt's Maul oder ich schlag dir den Schädel ein. Wir müssen die Botschaft suchen, die er von uns zurückgelassen hat. Im nächsten hohlen Baum, hat er gesagt. Gut, schön, suchen wir. Also. Ich bin so pfiffig, dass ich von mir selbst erschrocken bin. Also. Rasch. So rasch, das kann ich nicht. Also, mach doch bloß. Sobald die Karbonaden aufgegessen. Sobald die Carabinieri aufgesessen. Carabinieri! Lorenzo mit dem Rinderfuß aufgebrochen. Lorenzo zu dem Rendezfutz aufgebrochen. Futz! Futz! Sei nicht so kleinlich. Hauptsache, der Sinn stimmt. Weiter. Und kein Salat mehr vorhanden ist. Das ist blöd. Und kein Soldat mehr vorhanden ist. Soldat! Gebt mir Feigen mit der Locke der Sardellen. Das ist ein Blödsinn. Gebt mir Zeichen mit der Glocke der Kapelle. Zeichen! Für mich sind das Feigen. Idiot, du kannst nicht lesen. Nein, der kann nicht schreiben. Weiter! Dann werde ich mit ein paar Aktien schlafend bellen. Ist das vielleicht gescheit? Dann werde ich mit ein paar aktiven, braven Gesellen. Aktiven, braven Gesellen. Das ermüdet. Zu euch stoßen. Zu euch stoßen. Stimmt. Was ist? Wow! Der Lord fällt. Der Lord fällt. Fällt! Fällt! Hast du ein Kopf wie Pulver? Weiter. Die Lady wird sich ohne Zwiebel rösten lassen. Also Sorgen haben die Leute. Die Lady wird sich ohne Zweifel rösten lassen. Die Lady! Setz dich auf deinen Hut. Was? Setz dich auf deinen Hut! Warum? Schikane vom Chef, du kennst ihn ja nicht. Bitte? Setz dich auf deinen Hut, bitte. Seid auf eurer Hut. So was, mein neuer Hut. Ja, es erwartet euch. Weiberwirtschaft. Weiberwirtschaft, wieso Weiberwirtschaft? Der ist nicht von ihm. Der ist nicht von ihm. Der ist von seiner Frau. Von seiner Frau. Von seiner Frau. Von der Frau Diavolo. Ja. Bitte, Frau Diavolo. Frau. 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 So sprach mein Schatz zu mir, und keine Macht soll unseren Bund zerstören, so sprach ich dann zu ihr. Konnt ein anderer Mann sie rauben, die mein alles war, ich würde gern so gern. Dass es Täuschung war, dass es nur Täuschung, dass es nur Täuschung war. Doch mein Herz kann nicht los, ist unheilbar. Thank you.
Mein Herrschaft, wir müssen losziehen. So ziehen wir los, so ziehen wir los. Lange ging die Sonne schon auf. Die Glocke schlägt bald 7 Uhr. Was sagt ihr? Bald 7 Uhr, also los. Hör zu, du wartest bei der Kreuzung 10 Minuten oder 11. Bin ich bis dahin nicht zurück, bin ich dann nicht zurück, führe du die Soldaten. Allein, du gehst allein. Ein Gebot meiner Ehre. Fühl mich schon tot, oh Ruhestand. Und denk an mich im Testament. Hör von heute nicht fort, nur heute nicht. Zerlin ist nicht arm, sie hebt ja meinen Gast hoch. Es hilft dir nichts, du bist heute seiner Frau. Das ist mein letzter Tag, ich könnte weinen. Lorenzo, sag, was hab ich denn getan? Ich war doch brav. Erzähl das einem anderen. Erzähl das jedem Mann, der heute Nacht bei dir in deinem Zimmer war. Du bist verrückt, heute Nacht. Welcher Mann war dann in meinem Zimmer? Ziehen Sie los, ich glaub ja. Es sind Geister im Spiel. Schau her, schau her. Bestimmt, bestimmt, da ist das junge Mädchen im Bett, hat sie gestern dicker ausgesehen. Sie stand im Nachthemd vor dem Spiegel, war sie süß. Komm, spielen wir ihren Akt. Bin kein Drall, es geht vom Lande, sondern schlank wie die Damen der Stadt. Wah, wah, wah. Nein, ich mach dir keine Schande. Bin grad recht für dich, mein Herr. Herr Soldat, grad recht für dich, mein Herr Soldat. Gerade Herr recht, gerade Herr recht für dich, mein Herr Soldat. Was war das? Geh bei Nacht die Gespenster herum! Diese beiden? Sie haben mich nachgemacht mit Worten, die ich zu mir selber gesagt habe. Sie müssen in meiner Nähe gewesen sein. Weshalb? Das kriege ich jetzt heraus. Nehmt die beiden sogleich in Haft. Vielleicht gehören die zwei zu Fra Diavolos Räubern. Komm, du kennst ihn ja selbst, versprachst ihn uns zu zeigen. So sag mir jetzt, ist einer von den beiden der Fra Diavolo? Nein, ich atme förmlich auf. Und trotzdem ein verdächtiges Pack. Hier
ist ein Dolch, hier was Geschriebenes, sonst haben die Kerle nichts bei sich. Der Arzt hat gesagt, ich soll jede Stunde ein Löffelchen zu mir nehmen. Sobald die Carabinieri aufgesessen, Lorenzo zu dem Rendezvous aufgebrochen und kein Soldat mehr vorhanden ist, gebt mir Zeichen mit der Glocke der Kapelle. Dann werde ich mit ein paar aktiven, braven Gesellen zu euch stoßen. Der Lord fällt. God save the King. Und die Lady wird sich ohne Zweifel trösten lassen. Seid auf eure Hut. Es erwartet euch Fra Diavolo. Verteile die Soldaten nach meinem Befehl. Du, steig zu der Kapelle mit ihm. Wenn der Kerl Widerstand dir leistet, leg ihn einfach um. Und ihr bleibt hier sehr rasch versteckt. Versteckt euch alle hinter diesen Büschen. Nur du bleibst hier bei mir. Da bleib, wenn du zu fliehen versuchst, schon bei der ersten Bewegung. Fühlst du, ich bin da? Verstanden? Leider ja. Also.
schreien wir mal. Hallo! Wow, das Fabriksgelände, das ist ja geil. Kannst du ihr sagen, dass sie wieder gehen soll? Ist dir kalt eigentlich? Hi. Hallo. Ich hab die Moni getroffen. Du hast doch eine Flasche mitnehmen sollen. Ja, ich hab keine gefunden. Ist der Wodka geklaut? Hast du's weitererzählt? Wir mixen uns halt im Backerl. Wie viel sollen weg? Viel. Mach mal lieber 50-50. Guck mal, da hat er hingekackt. Das ist übrigens Toms Wodka. Scheiße. Na geh bitte. War ja keine Absicht. Ihr seid doch echt die ärgsten Idioten. Ja, beruhig dich. Der Matthias geht einfach noch einmal los. Mir ist kalt. Deshalb musst du ja nicht auf Matthias herumhacken. Hat sie ja gar nicht. Die ist wohl in dich verknallt. Jetzt gib her mal. Willst du? Scheiße. Mir ist mein Handschuh runtergefallen. Ich sehe den gar nicht mehr. Willst du mir den suchen? Sag mal, spinnst du? Hol ihn dir doch selber. Was geht dich das an? Hau ab in deinen Gemeindebau. Ich hol den. Ich hol den. Warum hast du das gesagt? Was denn? Für dich. Thank you.
Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, willkommen im Studio. Guten Abend zu Hause an den Bildschirmen. Guten Hier sind wir also wieder mit Erkennen Sie die Melodie und mit unserem heiteren Rat. Na, Sie wissen ja, was ich jetzt sagen werde, das sage ich ja immer wieder das Gleiche. Ja, übrigens, vielleicht kann ich mal was anderes. Ich habe einen Brief wieder einmal hier. Ich bekomme, wie Sie wissen, sehr viele Hörer, Zuschauerbriefe und werde um die verschiedensten Dinge gefragt. Die meisten beantworte ich schriftlich. Aber hier ist einer, den man, weil er um das Ablauf... Hier steht hier, Frage 1. Wird Ihnen vom Programm vorgeschrieben, was Sie sagen dürfen oder nicht? Frage 2. Können Sie zum Beispiel etwas von sich aus dazwischen plaudern? Dieser Brief kommt von der Frau Kratzmann aus München. Guten Abend, Frau Kratzmann. Also, ich möchte hiermit feststellen, es wird mir vom Programm aus natürlich vorgeschrieben, was ich zu sagen habe. Zunächst einmal, dass es sich um Erkennen Sie die Melodie handelt, muss ich sagen. Daran muss ich mich halten. Es gibt natürlich auch ein Drehbuch, in dem ungefähr festgehalten ist, wie der Ablauf der Sache von sich geht. Ich kann aber auch dazwischen reden. Ich kann absolut dazwischen reden, was ich will. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt dazwischen rede, darf ich absolut machen. Ich kann alles sagen, nur Dinge, die man nicht sagen darf. Darf ich nicht sagen, also zum Beispiel, dass ich gelegentlich mal ohne Krawatte auftreten möchte. Das darf ich natürlich nicht sagen, aber ich kann alles andere sagen. Und was ich zu viel sage, wird einfach weggeschnitten. Das wird dann rausgeschnitten nachher. Das ist nicht aus Gründen der Zensur, sondern weil die Sendung sonst zu lange wird. Ne? Und jetzt kommt wieder etwas, was ich also sagen darf und muss. Ich habe ein Drehbuch, eine Seite eines Drehbuches hier mitgebracht. Da steht ganz genau drin, wie die Sendung abläuft. Zum Beispiel kommt jetzt Vorstellung der Assistentin und des Notares. Monika und Dr. Heindl befinden sich bereits auf ihrem Platz. Stimmt. Also das ist ganz richtig, wie es hier drin steht. Und hier als nächstes steht auch bereits, die drei Kandidaten sitzen bereits in ihrer Loge. Das darf ich sagen. Und jetzt darf ich auch dazu, privat dazu sagen, guten Abend. Ich darf Ihnen die Kandidaten vorstellen. Das ist Frau Jungmann aus Dortmund, Herr Koblenz aus München und Frau Amesmann aus Wien. Frau Jungmann, wir fangen mit Ihnen an. Wir haben eine Minute Zeit. Auch das steht im Drehbuch. Eine Minute können Sie von sich jetzt plaudern. Ja. Ich heiße Margret Jungmann. Ich komme aus Dortmund. Mein Beruf ist Telefonistin. Schön. Sehr abwechslungsreich, sehr vielseitig. Und es macht Spaß. Das sind die interessanten Damen, die man immer nur per Stimme kennt. Ja, genau. Und wo man die tollsten Vorstellungen hat. Hallo, du kleine Klingelfee. Sagen Sie, gibt es da eigentlich gelegentliche, amüsante oder ärgerliche Vorfälle beim Telefonieren? Teils. Sind die Menschen eher ungeduldig oder eher freundlich? Es hält sich die Waagschale. Ja. Aber es macht trotzdem Spaß. Die meisten sind sehr höflich. Und auch sehr geduldig. Sehr geduldig. Wenn es mal etwas länger dauert. Dann muss ja auch hinterher länger dauern. Ja. Nicht wahr? Ich hätte ja viel länger gern mit Ihnen gesprochen, aber unsere Minute ist um. Daher darf ich Ihnen James King als ersten Gast vorstellen. Und na, Sie werden ja sehen, was er singt. Christmas is an dear right sin.
immer schöner Wien. Grüß mir die Augen, die lachenden Blauen, im schönen Wien. Grüß mir Das war also James King. Frau Jungmann lächelt schon ganz sicher. Ich frage Sie zuerst nach der Musik. Ja. Aus welcher Operette ist dieses Lied? Frage los. Gräfin Maritza. Das ist auch der Gräfin Maritza, das ist der Graf Tassilo, richtig. Ich werde Sie nicht nach der Dekoration fragen, weil die vielleicht verwechselbar wäre. Aber es gibt sowohl in der Gräfin Maritza wie auch in einer anderen Operette einen, da ist es ein Schweinerzüchter und dort ist es ein Graf, die den gleichen Namen haben. Wie heißt der betreffende Fall? Los. Zupan. Es ist der Zupan, ja. Ganz richtig. Fabelhaft. Danke. Und jetzt nun das Lied, das in die Dekoration gehört. Pompadour, Kronjuwel der Natur, schönste Frau von Paris, lass mich ein, heute Nacht ins Paradies, mon amour, wäre es Mitternacht nur, dann leg ich zu Füßen, müsst ich's auch büßen, der süßen Marquise von Pompadour. Marie, schwarze Marie, ich grabe schwarz, bist du Marie. Und als immer mich dich hätte, nur deine Knie, ach, wie schwer weiß, wäre sie dir. Reizende Jean-Antoinette. Der süßen Marquise von Pompadour.
Frau Jungmann hat ja bereits fast mitgesungen. Ich werde Sie natürlich nicht nach Madame Pompadour fragen, weil das haben wir inzwischen gehört. Aber ich frage Sie, von wem die Pompadour ist, Frau Genoss. Leo Fall. Es ist Leo Fall, ganz richtig. Die Pompadour war eine, hat einen sehr hübschen Beruf gehabt. Sie war Mätresse und eines berühmten Königs. Es war der Ludwig XV. Er hat noch eine zweite Dame dieses Berufes beschäftigt, allerdings ein paar Jahrzehnte vorher. Auch die war an einer Operette schuld. Und wie hieß diese andere? Die Dubarry. Das ist die Dubarry. Danke sehr, alle Fragen richtig beantwortet. Danke schön. Es gibt also 120 Punkte für Frau Jungmann. Und wir kommen an unseren Opernkandidaten, Herrn Koblenz. Herr Koblenz, Sie sind aus München. Erzählen am besten von Sie. Ja, ich bin Angestellter in einem Büro in München. Und mein Hobby ist auch Musik, selbst ein bisschen Musik ausüben und vor allen Dingen Opern besuchen. Singen Sie oder spielen Sie Instrumente? Beides ein bisschen. Ja, was? Ja. Welche Instrumente? Klavier. Klavier und? Und ja, Klavier. Okay, neu, ja. So. Das reicht doch. Ja. Üben Sie täglich? Täglich nicht. Der Fernseher ist zurzeit kaputt und na, was will man machen? Schön. Ich hoffe, der Fernseher ist nicht kaputt, wenn Sie sich selber in der Sendung sehen werden und wenn Sie Kammersänger Gottlob Frick sehen werden. Jungfrau,